ist er jetzt? Ich dränge ihn mit der Talos-Gruppe von einem medizinischen Konvoi Richtung Yavin. Er steckt in Yavins Atmosphäre fest. Kein Hyperantrieb. Für die Talos-Gruppe allein sind zu viele Jäger vor Ort. Wäre gut für uns beide. Ah, ein Besucher. Wedge Antilles, Renegatenstaffel. Ihr seid dafür verantwortlich, dass meine Kommunikation wieder funktioniert. Ich habe ein Problem mit einem Sternzerstörer, bei dem mir Vanguard möglicherweise helfen könnte. Wir brauchen einen Sternzerstörer für Projekt Starhawk. Intakt. Zeigen wir, was Vanguard... Wedge Antilles. Wedge und bitte. Ihr habt das vermutlich alles schon mitbekommen. Die Talos-Gruppe hat den imperialen Sternzerstörer Victorum über den Planeten Yavin eingekesselt. Wir müssen ihnen helfen, ihn kampfunfähig zu machen und zu übernehmen. Wir müssen zunächst einmal die Geschütze ausschalten. Dann wird der Rest wesentlich einfacher. Wenn wir auch das Zielerfassungssystem zerstören können, verschafft uns das noch etwas mehr Zeit. Anschließend müssen wir den Sternzerstörer zum Entern klar machen. Dafür müsst ihr eine potenzielle Schwachstelle im Rumpf der Victorum ausfindig machen, am besten in der Nähe der Brücke. Sobald ihr eine gute Stelle gefunden habt, bombardiert sie, bis der Rumpf durchbrochen ist. Wir können jedoch davon ausgehen, dass die Victorum noch immer einige TIE-Jäger im Hangar hat. Und die werden versuchen, uns aufzuhalten. Sobald alle Ziele ausgeschaltet wurden, kann die Entermannschaft übernehmen. Während unsere Truppen die Brücke einnehmen, wird Vanguard die Außenseite beschützen, für den Fall, dass feindliche Verstärkung eintrifft. Sobald das Team die Brücke eingenommen und die Kontrolle über den Sternzerstörer erlangt hat, treffen wir uns mit der Temperance. Okay, das klang jetzt so, als ob das Stehlen eines Sternzerstörers eigentlich ganz einfach wäre. Hoffentlich habe ich recht. Star Wars ist mega. Star Wars ist mega. Hey, David. Entschuldige die übereilte Vorstellung. Die Talos-Gruppe verlässt sich darauf, dass ich so schnell wie möglich Verstärkung für sie organisiere. Dein Commander meint, dass du Talent hast. Genug, um einen Sternzerstörer zu stehlen. Normalerweise würde ich die Renegatenstaffel damit beauftragen, aber General Syndulla hat mich vorübergehend Projekt Starhawk zugeteilt. In der Zwischenzeit kümmern sich die Renegaten um eine andere vertrauliche Angelegenheit. General Syndulla hält uns ordentlich auf Trab. Euer Commander und ich haben etwas gemeinsam. Auch ich bin früher für das Imperium geflogen, in der Sky Strike Akademie. Mich der Rebellion anzuschließen war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich wünschte, mehr meiner Freunde hätten das mir gleich getan. Na gut, das war ein nettes Gespräch, aber die Talos-Gruppe wartet auf uns. David, was sagst du zum neuen Zombie-Modus? Ein Sternzerstörer. Verlangst du ihn da nicht schon ein wenig zu viel ablinden? Vanguard wird damit klarkommen, oder etwa nicht? Außerdem braucht Projekt Starhawk den Sternzerstörer für... Na, du weißt schon. Wedge hat sich in der Schlacht von Yavin einen Namen gemacht. Er kennt das System besser, als es das Imperium je kennen wird. Ihr kämpft in einem ehemaligen Gebiet der Rebellion. Wenn Wedge also einen Ratschlag hat, solltet ihr lieber die Ohren aufsperren. Denkt außerdem daran, dass auch ein verwundeter Krakaner noch zubeißen kann. Seid vorsichtig in der Nähe des Sternzerstörers. Brecht auf, so früh ihr könnt. Okay, dann, ist zusammengebrochen. Oh, das wollte ich aber nicht, tut mir leid. Wir sind also auf dem Weg nach Yavin, mit wichtiger Gesellschaft, wie es aussieht. Und jetzt wissen wir, dass Projekt Starhawk einen imperialen Sternzerstörer benötigt. Das ist genug Feuerkraft, um eine kleine Flotte auszulöschen oder dem Imperium eine unangenehme Überraschung zu bescheren. Das allein würde die Geheimnistuerei nicht rechtfertigen. Es steckt mehr hinter dem Plan des Commanders. Wir müssen ihm wohl einfach... Das spielen wir dann aber zusammen, oder? Leider wird das keine leichte Angelegenheit. Selbst ein beschädigter Sternzerstörer verfügt über unzählige Panzerungen, Geschütze und Schilde. Mein armer, intoleranter Vater nannte Sternzerstörer immer die Fäuste des Imperiums. Falsch lag er damit nicht. Aber sie sind nicht unbesiegbar, wenn man gut ist und Glück hat. Bleiben wir lieber optimistisch. Auf nach Yavin. Verschwenden wir keine Zeit. So, muss ich mir noch jemanden... Weitmachen zum Start. Der Commander will, dass du diesmal einen X-Flügler fliegst.
Ich habe ihn für dich mit Ionenraketen ausgestattet. Damit lassen sich feindliche Jäger sowie Subsysteme von Großkampfschiffen lahmlegen. Aber nur, ich wirst dann wahrscheinlich nur auf PS4 spielen, gell? Also ich glaube mal nicht, dass ich mir vor Mitte nächsten Jahres eine PS5 kaufen werde. Vorbestellungsscheiße ist ja ein letzter Rotz. Ich sehe auch nicht ein, mir eine Konsole für 800 Euro zu kaufen. Gavin Prime. Dieser Ort weckt immer wieder Erinnerungen. Hoffen wir mal, dass uns das Skywalker-Glück heute heut ist. In Ordnung. Bereit, Vanguard? Wir stürzen uns jetzt direkt in die Action. Vanguard, folgt ihm. Talos-Anführerin hier. Ich erbitte sofortige Hilfe. Captain Antilles in Begleitung der Vanguard-Staffel. Hier, um zu helfen. Verdammt gut, dich zu sehen, Wedge. Wir hatten schwere Verluste. Der Sternzerstörer muss gestoppt werden. Keine Sorge. Wir sind hier, um ihn zu kapern. Ihn was? Seid bereit. Abfangjäger. Die sollten wir zuerst loswerden. Konzentration, Vanguard. Priorisiert eure Ziele und greift an. Nicht heute. Tontauben schießen hier heute. Hab ich doch, alles in Ordnung, zerstört. Wedge, wir hatten schwere Verluste. Wir benötigen Reparaturen. Danach sollten wir verschwinden. Verstanden, Talos-Anführerin. Keine Sorge wegen der Imperialen. Wir halten sie auf Trab. Ihr wollt wirklich den Sternenzerstörer stehlen? Das ist der Plan. Okay, Vanguard, mir nach. Begeben wir uns zu Victorum. Okay. Du kannst deine Schilde zum Bug oder zum Heck dann um auf die Seite für den Mann. Okay. Aber wie mache ich das? Halte, um zu öffnen. Ah, okay. Das Ziel auf, oh Gott, noch mehr Einstellungen. Okay, tippe X an, okay. Sicher für die U-Flügler. Das ist unsere Chance, den Sternzerstörer einzunehmen. Wenn wir die Brücke erobern, haben wir Zugang zu den internen Systemen. Es gibt noch eine Schrottstelle, an der die Enter-Mannschaft einsteigen kann. Du bist Rang 5. Ein Sternzerstörer aufbrechen, genau wie in alten Zeiten. Aufpassen, Vanguard! Kani packt ihr Märchenbuch aus! Fünf kennst du noch nicht? Bestimmt! Bescheid, wenn ich meinen Funk wieder einschalten kann. Wenn dein Funk ausgeschaltet
weiß nicht, was ich machen soll. Okay, so scannen. Ich weiß. Au! 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 Sie haben mich erwischt! Sie haben mich erfasst! Ich dachte erst, ich muss da reinfliegen. Entschuldigung. Ich lasse aber meine Versicherungskarte da. Wieso kann ich da nicht scannen? Also weil das da ist. Ja, natürlich wieder der Letzte. Neuer Anflug. Wo ist die letzte Schwachstelle? Wo ist die letzte Schwachstelle? Ah. Wo soll das sein? Irgendwann versuchen wir minimal, was ist dabei der Alpha? Okay. Alter. Ich werde im Multiplayer so untergehen. Irgendwas kommt da hinten. Ach ne, das sind nur die. Hintermannschaft, wir haben euch im Blick. Seid ihr bereit für einen Sternzerstörer? Verstanden, Captain Antilles. Bringt uns hin, wir übernehmen dann. Ihr habt's gehört, Vanguard. Bringt die U-Flügel an ihre Position. Seid vorsichtig. Und die Mannschaft des Sternzerstörers? Wenn unsere Hintermannschaft die Brücke übernimmt, schalten sie die internen Sicherheitssysteme aus. Die Mannschaft wird kein Problem sein, unser Computerzugang.
Wo? Aber sehr gerne. Vorher stand das mit den nur Einsatzziele, die kannst du bei dem Zielerversorgungsrat. Okay, wie mache ich das? Halte LT. Ah. Jetzt Angreifer, alle Feinde, Flaggschiffssysteme. Erlauben die sich? Warte nicht. Heute nicht. Es ist schön, Rückendeckung zu haben. Was? Weicht den Jägern aus. Ich bin nicht sehr beeindruckt vom Imperium. Viel Spaß und Spannung. Zu mir, Vanguard. Wir formieren uns bei der Victorum. Die Hintermannschaft könnte Unterstützung brauchen. Wir haben die Panzertür fast offen. Oh. Das sind viele. Bereit machen, Leute. Wir sind drin. Übernehmen die Kontrolle. Jetzt. Okay. Easy. Easy. Ich bin noch ein bisschen Star Wars Lord, Cookie. Ausgezeichnete Arbeit. General Syndulla wird beeindruckt sein. Wedge Ender. Das, aber du hast doch EA Play, oder? Bronzio. Ich krieg nur Bronzio, ne. Achso, dann hast du es natürlich nicht. Bei EA Play ist es kostenlos mit dabei. Du spielst gleich mit Pupsnase. Was? Gehst du mir fremd? Stell einen schönen Gruß. Und wir haben Yavin gesehen. Wir haben immer noch Verbündete auf dem vierten Mond, aber ich bin noch nie dort gewesen. Bei Yavin war eine Energie zu spüren, die ich so noch nie zuvor erlebt hatte. Irgendwie chaotisch und besänftigend zugleich. Das Imperium verdirbt die Energie jedes Planeten. Nee, bestellst du keinen schönen Gruß? Na, danke. Aber ich kann immer das Gute spüren, das darunter verborgen ist. Und dafür kämpfen wir. Für das Gute. Aber ich habe vorhin gesehen, wie Frisk Commander Javes genervt hat. So wie ich Frisk kenne, braucht der Commander bestimmt Hilfe.
Das Imperium wird den Sternenzerstörer zurückhaben wollen. Aber na gut, sollen sie es ruhig versuchen. In meiner Heimat, als das Imperium in Mimban einfiel, haben wir einen gepanzerten Transporter mit Scoutläufern gestohlen. Als das Imperium nach ihnen gesucht hat, haben wir die Läufer einfach gegen sie eingesetzt. Das hättest du sehen sollen. Ich schätze, der Commander hat etwas Ähnliches mit dem Sternenzerstörer vor. Was sollte er denn sonst damit wollen? Wenigstens hat sich Wedge das richtige Team für die Aufgabe ausgesucht. Diese Faulenzer in der Alphabet-Staffel würden jetzt immer noch bei Yavin herumtrödeln. Genug geplaudert. Mal sehen, was der Commander als nächstes für uns geplant hat. Oh. Kann ich mir noch mehr angucken hier? Ja, mein Schiff. Ach, einfach nur verschiedene Blickwinkel. Okay.